Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal eine neue Version vom DMO Glitch zeigen. Mit dieser Version könnt ihr zwei Autos auf einmal online holen. Und was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall die Hilfe von eurem Freund, der euch dann hinterher dann in die Lobby dann beitritt, um das Auto dann zu sichern. Und ja, ebenso braucht ihr halt noch entweder einen Freund, der sich in einer Einladungssitzung drin befindet und einen Job für einen Titan drin ist. Habt ihr dann keinen Freund, könnt ihr auch gerne einen von den beiden Bots dafür benutzen. Die werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Und ebenso braucht ihr halt noch das gemoddete Safe Game. Aber die Leute, die den DMO machen, werden auf jeden Fall schon wissen, wie das geht. Und geht dann auf jeden Fall noch in die Internet-Einstellung. Dann müsst ihr einmal den MTU-Wert umändern. Ich stelle meinen MTU-Wert meistens sehr auf 601. Kommt halt eh auf Internetverbindung, kommt drauf an. Müsst ihr mal testen. Habt ihr den MTU-Wert dann umgeändert, dann können wir dann ganz einfach GTA starten. Jetzt im Story-Modus angekommen, werdet ihr sehen, wir werden mit Franklin spawnen. Ihr werdet jetzt einmal den Lester anrufen, sobald ihr könnt, den Anruf sofort wegdrücken. Ja, als nächstes müsst ihr den Cheatcode eingeben, dass ihr einen Fahndungslevel-Stern bekommt. Den Cheatcode werde ich euch auch in der Videobeschreibung verlinken. Begibt euch dann einfach zu den Bullen. Müsst euch jetzt einmal ganz kurz verhaften lassen. Das ist der erste Step, der ist auf jeden Fall gleich wie vom alten DMO, werdet die meisten auf jeden Fall auch kennen. Jetzt lassen wir uns einmal verhaften, sobald die Arme oben sind, auf Options, Online, den Creator starten, sofort dann entweder YouTube oder Spotify öffnen, so dass die Anwendung geschlossen wird. Wunderbar. Als nächstes einfach jetzt den Freund beitreten, der sich in einer Einladungssitzung befindet oder in einem Job für einen Titan drin ist. 5 Sekunden warten, die Meldungen akzeptieren. Habt ihr dann so einen kurzen Bildschirm, einfach jetzt die Meldungen, die jetzt kommen, alle mit X akzeptieren. Wunderbar. Jetzt treten wir dem Freund nochmal bei. In dieser Meldung bleiben wir jetzt drin, bis die Meldung dann automatisch verschwindet. Unten rechts müsstet ihr jetzt dann gleich sehen, GTA Online wird betreten. Sobald das dann unten rechts steht, wisst ihr auf jeden Fall schon mal, dass ihr den Glitch gehittet habt. So, wir warten jetzt, bis wir einmal mit dem Trevor spawnen, oben auf dem Berg. Ist auch ganz egal, wo wir spawnen, ob wir jetzt oben auf dem Berg spawnen oder unten in der Stadt, das ist wirklich ganz egal. Sobald wir können, Interaktionsmenü öffnen, dann sofort auf den Regisseur-Modus gehen. Die Meldung einfach ablehnen. So, von dort aus gehen wir dann sofort in den Regisseur-Modus rein. Sobald wir jetzt im Regisseur-Modus drin sind, dann einfach Interaktionsmenü öffnen. Dann gehen wir auf Garage und fordern uns das Auto an, was wir uns online holen wollen. Warten jetzt, bis die Geldmeldung oben rechts erscheint. Das kann etwas länger dauern, aber auch schon etwas schneller gehen. In meinem Fall ging das jetzt ziemlich schnell. Die Meldung ist da. Wir gehen jetzt zurück zum Casting-Trailer. Bleiben jetzt in dieser Meldung drin und sagen unserem Freund jetzt Bescheid, dass er uns joinen kann. Wenn unser Freund dann in unserer Lobby ist, bei unserem Auto ist, sagt unser Freund uns dann Bescheid, dann gehen wir aus dieser Meldung wieder raus. Tun dann einmal die Anwendung wieder anhalten, entweder mit YouTube oder mit Spotify. Einfach die Anwendung anhalten und diese Meldung dann einfach mit Kreis ablehnen. Jetzt öffnen wir einfach das Interaktionsmenü, gehen mit dem Cursor auf das Auto, was wir uns online holen wollen, bestätigen es aber nicht. So, wir halten dann Touchpad gedrückt, so dass sich dann von allein wieder schließt. Gehen dann auf Options, dann gehen wir auf Online und dann gehen wir einmal auf Crewmitgliedern beitreten. Und ja, leider geht das auch nur über Crewmitgliedern beitreten. So, jetzt werdet ihr gleich sehen, dass wir kurz einen schwarzen Bildschirm bekommen. Sobald wir jetzt den schwarzen Bildschirm bekommen, einen Moment, sofort dann jetzt Touchpad drücken und dann einmal auf X drücken und somit spawnt ihr gerade das zweite Auto jetzt in die Lobby rein. Ihr hört dann so ein kleines Klicken, wenn ihr Interaktionsmenü drückt. Wenn ihr das Klicken gehört habt, einfach X drücken und dann spawnt ihr das Auto in der neuen Lobby. Dann warten wir jetzt einmal, bis wir in die Lobby reingeladen werden. So, jetzt sind wir in der Lobby drin und ihr seht, beide Autos stehen jetzt da. Und ja, das war es dann auf jeden Fall schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet.
Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.